Willkommen zurück an den Bauernhäusern in Echo. Ja, es kann sein, dass ich mich momentan etwas seltsam anhöre, weil ich halt immer wieder mich gerade selbst kontrolliere, ob ich laut genug bin. Das liegt aber daran, weil ich ein neues Headset habe. Und das muss ich erstmal richtig einstellen. Ja, diese Folge, die Musik ist gerade so laut. Uiuiui, muss mal ein bisschen leiser stellen. So ist schon besser. So ist besser. Ja, weil mein altes Headset, das fängt schon an zu kratzeln und es fällt auch schon auseinander. Ja, diese Folge wollen wir, wo wollen wir hin? Ins Dschungelbiom. Und da wollen wir ein paar Palmen mal ihrer bisherigen Unterkunft mal berauben. Und da fahren wir einfach mal hin. Also nicht direkt ins Dschungelbiom, weil da gibt es noch keine Straße hin. Aber wir fahren zu Noctura. Der wohnt am nahesten dran. Und da müssen wir... Dieser Außenspiegel. Da müssen wir einfach nur noch dann durch seine Wüste noch durch. Und dann können wir quasi schon hinlaufen. Wir müssen auch noch einmal schwimmen dafür. Aber auf der anderen Seite ist dann schon das Dschungelbiom. Ach ja, ist das schön. Gott, ich bin so eine Qualität von so einem Headset überhaupt nicht gewohnt. Alter, finde. Ich höre mich ganz anders an. Uah, gruselig, gruselig. Marki, warte bitte, bis Landschaft geladen ist. Das wäre schön. Ja. Oh, hier hat sich ja schon wieder einiges getan. Uiuiui, da war er fleißig. Wie immer. Fleißmeise. Oh. Das ist hübsch. Gut, hier ist es jetzt nicht so hübsch, aber hier ist hübsch. Mhm. Schön, hat er schön gelöst. Dafür hätte ich vielleicht dann doch eher die Dachschrägen genommen. Die passen sich ja auch dann an. Aber gut. Sieht so natürlich auch sehr cool aus, ne? Also ich find's schön. Ich find's toll. Ja, nee, so ist besser. So ist schon besser. Das ist realistischer. Boah, die S. Ich höre gerade ganz fürchterlich meine scharfen S-Laute. Uiuiui. Und ich höre hier überall Geraschel. Rusty's Place, Klärgrube. Nach links. Ach ja. Vielleicht bald zum Creeper-Dem. Ja. Vielleicht bald. Wir müssen aber jetzt tatsächlich rechts rum. Und, dann parken wir gleich mal den LKW auf seinem Parkplatz, den er da irgendwo ja hat. Irgendwo hat er da einen. Da haben wir schon mal drauf geparkt, des Öfteren. So. Ich glaube, der war hier hoch. Standort Leuchtturm. Nach links Baratein, nach rechts Bundbrücke. Bundbrücke? Was will er, was will er denn mit dem Bund? Oh, hier geht's nicht mehr hoch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir hier stehen. Auch nicht so gut, ne? Wir können auch ein bisschen weiterfahren. Nach rechts geht's wohin? Industrieanlage, das ist gut. Überall hat er hier Schilder hingestellt. Okay, ich glaube, jetzt sind wir geradeaus. Spieler Haupthaus. Ortsausfahrt. Standort Industrieanlage. Schick, hat das schön gemacht. Da geht es dann noch weiter durch. Das lasse ich mir nicht entgehen, ne? Da fahren wir mal kurz durch. Jan, entschuldige, dass ich dich gerade ein bisschen spoilere. Wow. Wow. Das ist ja schon extrem schick. Schick. Hier geht es ja auch noch weiter. Alter. Uiuiuiui. Mau? Ach, hier steht das Mau-Auto. Gut. Hier ist deine Ölpumpe, alles klar. Wasserpumpe, Wasserraffinerie. Oh, schön. Der Wasserfilter ist auch da. Träumchen. So, hier müssen wir stehen bleiben. Hier kommen wir nicht mehr weit. Alter, Finde. Uiuiui. Fleißig. Gut. Hier noch Holz. Kommen wir da auch sonst wieder hoch? Wohl nicht. Ist aber nicht schlimm.
Wir wollen ja tatsächlich nur erstmal zwei Palmen borgen. Ja. Oh, was für eine spitzen Idee, durch die Wüste zu laufen. Ja, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Ja, wow. Oh Gott, das war eine nicht sehr kluge Idee, glaube ich, fürchte ich. Sind wir auch schon bald am Ende der Wüste angekommen, glaube ich. Ich glaube, ja. Sieht das sehr buddelig aus, aber naja. Nee, ich glaube nicht, dass er hier gebuddelt hat. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Außerdem, was will er mit so viel Erde? Er hat schon viel Erde. Gut. Gucken wir mal weiter. Hier, die spielen alle wieder gegenseitig hier Cowboy und Indianer. Na, eher nur Cowboy. Das ist ein Überfall. Hände hoch. Gut. Gucken wir mal weiter. Hier nimmt die Plage ja ein bisschen ab. Das finde ich schon ganz gut. Die Agavenplage. Ja. Schauen wir mal. Ja, heute Nachmittag. Heute Nachmittag? Ja, ich glaube heute. Ja, heute Nachmittag. Heute Nachmittag ist übrigens Stream angesagt. Ne? Also heute Nachmittag machen wir wieder Stream. Dann machen wir die Wasserleitung und die Beleuchtung von dem Hotel. Eins von beiden hat sich Ende letzten Stream vergessen, was das war. Aber es war irgendwas Lustiges. Naja. So, kann man das von hier aus denn schon sehen? Ich glaube nicht. Wir wollen mal Richtung Nord. Ach, hier, guck mal. Da schon. Ich glaube nicht. Aber ist auch egal. Guck mal, da. Ja, ich sehe sie schon. Da, die Palmen. Die Palmen. Da steht schon mein erstes Opfer. Das. Oh. Schön. Hier ist schön. Warum habe ich eigentlich nicht im Dschungel gebaut? Kann mir jetzt mal einer verraten? Ich weiß es nicht. Ich habe so eine gute Idee gehalten, in der Wüste zu bauen. Ich weiß nicht mehr warum. Was sind denn das für Bäumchen? Ach, für die interessieren wir uns eigentlich nicht. Das sind übrigens solche. Die Stachelbäume. Ja, gut. Die Schildkröten sind hier wie bei uns. Okay. Ja. Die haben wir schon. Wo sind jetzt... Ja, nee, so mittendrin will ich es auch nicht fällen. Ich möchte hier irgendwo am Rand fällen. Die sollen möglichst dann nicht in den Dschungel reinplumpsen. Das wäre extrem unschön. Und es darf auch gerne eine größere Population sein, die hier irgendwo rumsteht. Das wäre fantastisch. Den hier vielleicht? Nee, der zerstört zu viel, ne? Vielleicht den. Nehmen wir mal die. Na klar, na sicher. Was ist das? Was ist das? Palmherzen. Gesammelt aus dem inneren Kern und die wachsende Knospe einer Palme. Aha. Kann man die einpflanzen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Palmen nicht so aus. Ist das dasselbe wie Saaten? Achso, das ist dann schon. Okay. Weil zwei brauchen wir auch nur. Ja. Es dürfte gerne ein bisschen besser zu sehen sein. Das wäre fantastisch. Das wäre echt schön. So groß. Okay, das war's. Das war's an Palme. Ja, viel schmeißt ja nicht gerade ab, ne? Aber sie zerstört glücklicherweise auch nicht so wahnsinnig viel. Das finde ich wieder sehr schön, sehr angenehm. Wollen wir vielleicht noch irgendwo eine fällen? Aber ich glaube irgendwie, das sind schon die wir brauchen, oder? Ja, nur falls wir mehr wollen. Ich kenne uns ja. Meistens wollen wir ein bisschen mehr. Schöne Palme. Die steht hier so einsam. Ja, ja, ist gut. Die hat jetzt ganz gelassen, ne? Das ist, das ist höchst verwerflich. Oh, guck mal, wie schön das hier hochtreibt. Das ist schön. Das gefällt mir. Cool. Sehr schick. Hier ist gar nichts. Die hat gar nichts abgeworfen, Mann. Das ist gerade nicht so fair. Boah, ich muss gerade an einen Holzfällerfluss denken. Den können wir uns machen. Den können wir uns basteln. Naja, mehr oder weniger. Da werden halt viele Baumleichen dann drin liegen, ne?
Also wir müssen aus dem Inneren leider die Palmen holen. Oder zumindest, dass sie auf den Strand plumpsen. Na, schauen wir mal. Die nehmen wir nochmal. Timber. Na, wie so ein bisschen. Ein bisschen lässt es ja wenigstens. Das ist schon mal ganz, ganz nett von ihr. Das ist extrem nett. So. Wo? Ich habe doch hier gerade irgendwas runterfallen sehen. Und wo ist denn das jetzt? Das ist... Nein, ich meine jetzt nicht diesen Palmenstamm, sondern... Ich habe hier gerade irgendwas gesehen. Das ist nix. Das ist nix. Alter, Sauerei. Die hat auch nichts fallen lassen. Och, Menno. Die war einfach die nächste. Da kennen wir nichts. Ist man vielleicht nicht schon jetzt drin? Ah. Wenn man nicht so... Palmensamen. Alles klar. Also Palmherzen sind keine Samen. Alles klar. Gut. Ist meine Frage hiermit beantwortet? Ein Träumchen. Ich mach sie doch schon klein, Mann. Setz mal die Brille auf. Die brauche ich hier bestimmt. Dann sehe ich wahrscheinlich extrem viel mehr durch die Blätter. Es ist ja unglaublich. Ich sehe nichts. Nimm Blätter da raus. Und wo ist der Rest? Hier. Hier ist der Rest vom Schützenfest. Das ist gut. So. Ja. Das ist... Was ist das? Aufnehmen. Pflanzenfarm. Toll. Wow, das haben wir jetzt echt gebraucht. Ohne diese 6 Pflanzenfasern werden wir das Spiel überhaupt nicht überleben. Nicht mehr eine Stunde. Alter, das ist... Das Geräuschel und Geräuschel, Mann. Vielleicht hier noch? Ja, komm. Machen wir einfach mal. Timber. Ja. Den habe ich aber jetzt runterkommen sehen, ne? Hier irgendwo muss er liegen. Wo ist denn das hier? Das ist ein Palmherz. Noch ein Palmherz. Ich habe doch eben gerade hier, da ist er doch. Ist das doch. Ah. Jetzt habe ich noch mehr Palmsamen. Cool. Das ist sehr schön. Ach, hier ist noch was. 4. Okay, jetzt haben wir natürlich unser Ziel erreicht. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir können auch jeden Moment wieder nach Hause. Ach, das ist doch herrlich. Schön. Wow, endlich mal nicht mal 3 Folgen im Dschungel. Das ist doch mal was. Das ist doch echt mal eine, ist doch echt mal Fortschritt. Ach, hier. Und hier auch noch den. Und den nehmen wir auch noch mit. So. Ach, schön. Herrlich. Liegt da irgendwo ein Krösel? Nee, ne? Jedenfalls nicht, dass ich irgendwas sehen würde, aber ich kann sowieso nicht so gut gucken hier im Dschungel. Gut. Ich sehe nichts mehr. Gut, dann latschen wir mal wieder nach Hause. Richtung Süden. Wir müssen erstmal hier nochmal rüber. Latsch, watschel. Gut. Ach ja. Ah, da steht schon die Wüste. Da müssen wir lang. Ach, ein Träumchen. Wundervoll. Ach, schön. So, wenn man drauf guckt, sieht der Dschungel ja ganz, ganz passabel aus, ne? Aber ich glaube, das Leben ist leichter in der Wüste. Also zumindest hier in-game. Wahrscheinlich auch im RL. Im Dschungel ist da, glaube ich, viel zu viel Getier dafür. Sag mal. War hier nicht weniger, als wir hier durch sind? Mir war irgendwie so. Südosten ist richtig. Komisch. Okay. Mir war irgendwie so, als wenn hier nicht so viel Gedöns gewachsen war. Ach, wir sind wahrscheinlich jetzt hier unten statt da oben.
Weil oben wächst auch so viel. Hm. Interessant, interessant. Also mir kann keiner erzählen, dass das jetzt in der kurzen Zeit hier alles nachgewachsen ist. Das trotzt ja jedes Sinnes und überhaupt jeder Realität. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah, ganz einfach. Gar nicht. Ah, oh. Entschuldigung, Herr Kaktus. Vielleicht legen wir hier einfach mal so ein paar Blöcke hin. Hier so hochkommen. Können wir hier vielleicht so runter? Irgendwie? Natürlich nicht. Natürlich können wir es nicht. Warum sollten wir es auch können? Ach, mein Gott. 142 Blöcke. Wo soll ich 142 Blöcke jetzt hinschmeißen? Machen wir einfach mal so. Dann stellen wir hier mal kurz ein Lager hin. Weiß ja wahnsinnig leicht ist, hier irgendwas mal außer Hand zu legen eigentlich. Nur nicht unbedingt in der Wüste. Lass mich durch hier. Ich bin Arzt. So, drei für drei Holz. Ja, ich mache auch sowas für drei Holz. Ich bin ein Holzkopf. So. Her damit. Und Hämmerchen. Zack. Merkt man eigentlich, dass ich schon seit einer knappen Woche nicht mehr gespielt habe? Ich glaube kaum, ne? Ja, ich habe halt so viel zu tun gehabt. Entschuldigung. Aber irgendwie, ja, ich brauchte die Zeit auch. Hey, seid froh, dass ich mich noch daran erinnere, dass wir ins Dschungelbiom wollten, um dort Palmen auszuleihen. Und das haben wir jetzt auch getan. Gut, jetzt wollen wir erstmal wieder nach Hause damit. Und das schöne Palmholz, weil wir so wahnsinnig wenig Holz haben, können wir es bestimmt ganz gut gebrauchen. Ja, das finde ich toll. Das finde ich echt ganz, ganz toll. Fantastisch. Dass wir so gerade mal 145 Holz hier auf der Hand haben. Die werden uns auch weiterbringen. Also bestimmt. Also garantiert. Ach, wie kommen wir jetzt da hoch? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Ja, hier kommen wir ganz gut hoch. Oh, dieses Geraschel, dieses Gekrösel. Vor allem mit dem neuen Headset. Hört man das noch alles viel, viel deutlicher, viel, viel klarer. Das ist, außer meine Stimme. Die kommt etwas dunkler an. Ich habe eine sehr, sehr dunkle Stimme. So, hier wieder runter. Okay. Aua. Vorsicht, der Kaktus. Könnte spitz sein. Und jetzt hier mal. Zack, drauf damit. Und jetzt ist sie weg hier. Da wird er nicht merken, dass wir hier durch sind. Ne? Wir schweben mit unserem LKW ein paar Zentimeter über den Boden. Uiuiui. Und wir bleiben nur hin und wieder an Kakteen hängen. Und deswegen hinterlassen wir einfach gar keine Spuren. Links Ortsausfahrt. Alles. Ich glaube, das ist wohl eher geradeaus gemeint. Geradeaus links. Nicht mal die Wände rammen würde. Hier links. Ja, und da ist schon die Ausfahrt. Schön. Nach rechts Bundbrücke. Ach, das ist eine Bundbrücke. Alles klar. Das hier ist die Bundbrücke. Alles klar. Ich habe mich schon gefragt, was der Bund damit zu tun hat. Drückt man an den nicht schon genug ab? Muss man dem auch noch extra eine eigene Brücke noch bauen? Ist ja unglaublich. Gut. Na, dann haben wir ja. Ich sollte vielleicht nicht hier einfach so unbedacht hier lang rasen. Während ich gerade sehe, dass nur ein paar Blöcke vor mir sich erst die Welt bildet. Na, aber wenigstens haben wir durchgehend über 60 Frames. Das finde ich schon mal ganz gut. Außer an der Schmiede natürlich. Da haben wir wahrscheinlich so um die 30 oder 20. Manchmal auch 17. Mal auch 12. Und wenn es hakt, dann natürlich gar keinen. Jetzt haben wir knappe 100. Wow. Aber gut, hier ist auch noch nichts geladen. Was ist denn das? Ach nee, hier unser... das ist unser Blumenkübel mit der Papaya drin. Cool. Also natürlich nicht der Blumenkübel, das war jetzt nur die Papaya.
Interessant, interessant. Obwohl, hier haben wir auch gerade viele Frames. 69 Grad, 62. Schön. Ach, jetzt wird es weniger. Jetzt wird es mehr. Naja, gut, egal. So, Palmen haben wir geholt. Palmherzen, Die sind essbar, ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Palmherzen kann man essen. Sind sie noch zu irgendwas anderem hier nutze? In diesem höchst seltsamen Spiel, wo alle Nase lang irgendwas passiert. Nur nichts Gutes. Palmherzen. Gucken wir mal. Nein, das ist tatsächlich nur zum Essen. Gut. Die schmeißen wir einfach auch mal in eine Kiste, ne? Da kennen wir nichts. Alles da. Also, nächste Folge werden wir dann die Palmensamen mal ausprobieren. Da vielleicht nicht. Hier vielleicht so rein. Hier. Oh, so wahnsinnig viele Kürbisse ist. Ich glaube, ich muss endlich mal Kürbisse backen. Gut. Von Echo gab es leider kein Halloween-Update. Aber gut, die Entwickler haben, glaube ich, gerade ein bisschen anderes im Sinn als Halloween-Specials zu machen. Von daher setze ich mich einfach mal hier aufs Hühnerhaus und sage bis zur nächsten Folge Echo und gehabt euch wohl.